Ja, also mein Name ist Harry, bin Alkoholiker seit mehr als 20 Jahren. Leider Gottes. Also ich würde vieles dafür geben, um das zu ändern. Aber es fällt mir sehr schwer. Da gibt es ja so ein Lied, nüchtern bin ich so schüchtern. Ja, das hat auf mich getroffen, das Lied. Mein Vater wollte mich immer zwingen zum Bier trinken. Ja, du musst dann, bist ein Mann, du musst dann Bier trinken. Und ich habe gesagt, nee, das schmeckt mir nicht, das schmeckt bitter und alles. Und da bin ich dann, aber auf diese Art und Weise bin ich dann reingerutscht. Vom Alkohol selber bin ich eigentlich nie losgekommen. Ich hab 1000 Therapien gemacht, ich habe Entgiftungen gemacht und dies und jenes. Und überall wurde man dazu gezwungen, irgendwas zu machen. Ich habe gesagt, ich lasse mich nicht zwingen. Ich habe gesagt, meine Eltern haben mich schon unterdrückt. Jetzt will ich mich nicht auch von Ärzten unterdrücken lassen. Alkohol ist in unserer Kultur sicher das älteste und am weitesten bekannte und verbreitetste Rauschmittel. Alkohol entsteht ja eigentlich als Produkt der alkoholischen Gärung und ist schon seit Urzeiten den Menschen bekannt. Wir wissen, dass schon die alten Ägypter alkoholische Getränke herstellen konnten. Wahrscheinlich einen Zufallsbefund, weil man irgendwann beobachtet hat, dass zum Beispiel Früchte, die verderben unter bestimmten Umständen, eben in die alkoholische Gärung übergehen und dass das erhaltene Produkt nicht nur wohlschmeckend ist, sondern eben auch einen angenehmen zentralen nervösen Effekt auslöst. Mein Name ist Janosch, ich wohne in Berlin, bin 25 Jahre alt und ja, aufgewachsen bin ich in einer relativ kleinen Stadt, fast schon ein Dorf eigentlich, und arbeite als Tontechniker oder als Veranstaltungstechniker, je nachdem, was so rankommt gerade. Der Rausch an sich hat so verschiedene Stufen. Halt. Trinkt irgendwie 1-2 Bierchen und dann ist man ganz lustig und dann trinkt man noch ein paar Bierchen und dann kommt vielleicht noch eine Flasche Schnaps dazu, die man sich mit Freunden teilt. Und da kann es dann halt schon sein, da ist dann alles cool, lallt vielleicht ein bisschen, wackelt ein bisschen rum, wird ein bisschen lauter, lustiger vor allen Dingen, wesentlich lustiger. Aber wenn man halt dann, keine Ahnung, wenn dann irgendwann die zweite Flasche Schnaps kommt und noch ein paar Bierchen, dann kann das halt auch mal ganz schnell umkippen. Dann kann man aggressiv werden oder man muss einfach kotzen. Und irgendwann kann man sich halt einfach an nichts mehr erinnern. Und dann sind die Storys, die man halt im Endeffekt danach erzählt bekommt, sind sie entweder lustig oder nicht lustig. Und man kann eigentlich immer noch hoffen, dass sie lustig sind. Wenn ich trinken anfange, dann will ich mehr haben, immer mehr haben, mehr, bis zum Umfallen dann. Das war damals auch so, ich bin eigentlich immer aus den Diskotheken besoffen rausgegangen und hatte Glück, dass ich meinen Bekannten, der mich immer nach Hause gefahren hatte, dass der mich nach Hause gebracht hatte. Und ich hatte eigentlich damals immer noch keine Ahnung, was Alkoholismus ist. Was ist das? Keine Ahnung. Ich stand da wie ein Depp, wie auf Deutsch gesagt. Also ich trinke generell eigentlich so gut wie nur Bier.
Und halt vielleicht mal irgendwie Pfefferminzlikör oder Sauerkirsch. Und dann natürlich am Wochenende kann es halt mal sein, dass irgendeiner mit einer Wodka-Cola-Mische kommt. Aber da nippe ich dann mal dran und dann ist gut. Also die einzigen Momente, wo dann halt wirklich Ausnahmezustand sind, die sind eigentlich, wenn man auf ein Festival geht. Also der Stellenwert für Alkohol ist momentan ja schon hoch. Jeden zweiten, dritten trinkt man auf jeden Fall schon, weil es gibt ja immer irgendeine Möglichkeit. Dienstags geht man dahin, donnerstags geht man halt dahin, dann sitzt man zwischendrin noch im Park und am Wochenende ist halt dann sowieso Party. Es gibt schon Momente in meinem Leben, wo ich mir dann denke, Mann, ich trinke schon ganz schön viel, wenn ich so irgendwie das Wochenende reflektiere oder so und das Wochenende besonders hart war, dann denkt man sich so, verflucht, wie viel Bier haben wir eigentlich getrunken? Das ist doch total unnormal. Das ist ja dann auch ruckzuck eigentlich wieder vergessen, so, weil dann ist ja auch schon wieder Dienstag und dann trifft man sich wieder auf ein Bier. So nach dem Motto. Beim Alkohol müssen wir klar unterscheiden, die akute Toxizität von der chronischen Toxizität. Sie beziehen sich zum einen auch auf das Gehirn. Es kommt langfristig zum Abbau von Nervengewebe mit entsprechenden Ausfallserscheinungen, insbesondere im Bereich der Lernfähigkeit, der Aufnahme von Außenreizen, der Verarbeitung von Außenreizen. Und es kommt vor allen Dingen zu sehr schweren Störungen des Gedächtnisses. Dazu kommt eine Organtoxizität, wie wir das nennen, insbesondere im Bereich der Leber, Schäden an der Muskulatur und auch an den Nieren. Das heißt, ich kann Alkohol nicht über eine lange Zeit zuführen, ohne dass bestimmte Organe chronisch geschädigt werden und auch irreversibel geschädigt werden. Denn diese Zustände werden in aller Regel nicht wieder zurückgebildet. Ich bin die Felina, ich bin 22 Jahre alt, ich komme direkt aus Berlin. Es geht in erster Linie gar nicht darum, Alkohol zu trinken, sondern man trifft sich, man ist in der Runde und dann, ja, was machen wir jetzt? Wir gehen in den Park und schön ein bisschen Basketball, wir nehmen ein Skateboard mit. Meistens sitzen wir dann trotzdem auf der Bank und trinken was. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie darauf warten, irgendwie Verbot, können wir jetzt heute unseren Alkohol trinken? Das ergibt sich. Aber es macht schon irgendwie einfach was aus irgendwo. Weil wenn du nicht getrunken hast im Alltag irgendwie, dann machst du irgendwie so Schwachsinn und dann bist du irgendwie so am Rumblödeln und Rumalbern irgendwie. Und dann fragen die, was ist mit dir nicht in Ordnung? Und wenn du getrunken hast, dann wundert's halt keinen irgendwie. Dann hast du halt getrunken, also ja, die hat halt getrunken und alle sind genauso cool drauf wie du und alle albern halt rum und keiner benimmt sich mehr jetzt hier so. Und das macht es halt irgendwie. Vor allem dieses gemeinsame Alkohol alleine trinken macht ja keinen Spaß. Du sitzt bei dir drüben und trinkst deinen Stoff und ich sitze hier und trinke meinen Stoff. Das ist irgendwie langweilig. Können wir nicht zusammensitzen und zusammen saufen? Doch viel schöner, oder? Ja, genau. Ja, dann schaust du mal, dass du in der halben Stunde da bist. Durch den Alkohol bin ich Diabetiker geworden, leider Gottes. Meine Bauchspeicheldrüse, also Pankreas, die ist kaputt. Und wie gesagt, die Doktoren sagen, wenn das so weitergeht, dann mache ich da nicht mehr lange. Ich glaube nicht, dass ich ihn. Also, ja, man hat ja schon die gewisse Abhängigkeit, aber ich glaube nicht, dass es so heftig ist, wie jetzt irgendwie. Also, ich glaube nicht, dass es allzu heftig ist. Ich glaube schon, dass ich noch ganz normal und geregelt mein Leben damit führen kann und das auch noch in 10, 15, 20 Jahren kann. Weil ich ja eigentlich auf dem Level bleibe jetzt. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich ein bisschen älter werde, ruhiger wie jeder und werde wahrscheinlich auch wesentlich mehr arbeiten und da bleibt es, ja, dann trinkt man ja generell weniger, wenn man mehr zu tun hat.
finde ich jetzt. So, und deswegen glaube ich nicht, dass großartig meine Abhängigkeit schädlich ist. Meine Tochter geht zur Realschule. Da gibt es einige, die konsumieren schon wie wild Alkohol. Meine Tochter glücklicherweise nicht, weil die hat glücklicherweise, muss ich sagen, abschreckendes Beispiel direkt vor Augen. In einem sehr großen Konzern in Deutschland war ich Geschäftsführer von einer Tochterfirma mit 400 Mitarbeitern. Und dementsprechend war dann natürlich das Stresslevel. Und dementsprechend habe ich dann halt immer öfter konsumiert. Am Schluss jeden Tag. Der Beginn der Alkoholkarriere definiere ich jetzt, als ich so 16 war. Wie man sofort hört, komme ich ja aus dem Schwabenland, aus Süddeutschland. Da ist es eigentlich Usus, dass man ab einem gewissen Alter anfängt, halt ein Bier zu trinken. Eine halbe oder zwei, ganz normal dort. Ohne Alkoholkonsum gab es halt eine recht hohe Spannung in mir, emotional. Die Spannung ist halt durch den Alkoholkonsum nachher abgebaut worden. Also dann hat man sich halt etwas lockerer gefühlt. Ein Bier nach der Arbeit zu trinken, dieses Zsch, und der Geschmack dann von dem Bier, das ist einfach, das ist eine gewisse Entspannung. Dann fällt so einiges von einem ab. So habe ich das Gefühl immer, dass wirklich, dass man die Schultern einfach mal hängen lässt, ne? Durchatmet und sagt so, morgen erst wieder, jetzt ist Feierabend. Mein Name ist Jürgen Schlicker. Ich arbeite in der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik als pädagogischer Leiter und Sozialtherapeut. Ich finde besonders drei Punkte wichtig, die in der Alkoholprävention vom Staat bisher viel zu wenig gefördert werden. Ein Punkt ist, dass Alkoholpreise erhöht werden müssen und dann auch eine Wirkung haben für den Konsum, dass er weniger wird. Der zweite Punkt ist, die Verkaufszeiten sind bei uns teilweise rund um die Uhr. Und von daher kommt man ständig an Alkohol ran. Und der dritte Punkt ist die Verkaufsstellendichte. Wir haben ganz viele Läden, in denen Alkohol verkauft wird, bis hin zu Tankstellen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man schnell an Alkohol kommt. In der Gesellschaft sieht das so aus, dass wir schon seit Jahrhunderten an Alkohol gewöhnt sind. Das ist, bei uns wird das als eine Kulturdroge wahrgenommen. Und es werden die ganzen negativen Begleiterscheinungen oft ausgeblendet. Dabei ist es so, dass es alle Altersklassen betrifft und alle gesellschaftlichen Schichten. Nur muss man das nicht unbedingt dramatisieren, aber auch nicht, man darf es auch nicht bagatellisieren, denn Alkoholprävention zu betreiben ist sehr schwer, weil die Menschen denken, es ist eine ganz normale Droge, die man als Genussmittel konsumieren kann. Hat aber 60 verschiedene Folgekrankheiten zur Folge für Leute, die dann eine Abhängigkeit entwickeln. Und damit verursacht Alkohol insgesamt viel mehr Leid als sämtliche anderen Drogen, mal abgesehen von Tabak. Eigentlich recht klassisch, ab ins Auto, noch ein paar Telefonate führen und dabei ein Bier trinken. Ich wusste genau meine Station, wo muss ich hin, da kaufe ich jetzt ein Bier. Und bis nach Hause waren es dann halt drei. Und dann war es gut. Dann war es auch wieder vorbei. Weil dann hatte ich soweit meine Emotionen runtergekühlt und dann konnte es normal weitergehen. Also das Alkoholtrinken oder generell der Rausch ist definitiv eine Form von Problembewältigung oder auch Verdrängung. Nicht nur, aber es ist doch auf jeden Fall schon ein großer Bestandteil dessen, warum ich das gemacht habe. Mein Name ist Ozan, ich bin 23 Jahre alt und bin trockener Alkoholiker. Ich möchte mich deswegen nicht offen vor der Kamera zeigen, weil man wird eben in so eine Schublade gesteckt, wenn man solche Probleme hat. Als ich 13 war, da ging das dann wirklich alles los. Da habe ich dann ja Leute kennengelernt, Freunde, die ich auch heute immer noch habe. Wir waren halt alle zusammen in meinem Haus der Jugend
und sind Skateboard gefahren, Inlineskates gefahren. Und das Ganze fing dann irgendwann an, dass wir eben ausprobieren wollten, wie ist es, Zigaretten rauchen, cool sein. Und relativ dann auch schnell angefangen haben, Alkohol zu konsumieren. Erstmal in Maßen irgendwie, keine Ahnung, haben uns dann bei Penny irgendwie den Erdbeersekt geholt und da dann zwei Flaschen von zu fünf getrunken und waren dann tierisch Knülle irgendwo unter der Halfpipe. Also das war noch alles ziemlich lustig. Und ich kann es jetzt gar nicht genau in den Zeitraum setzen, aber ich denke mal, so ein Jahr später war es auf jeden Fall schon so, dass wir alle ordentlich Wodka getrunken haben anstatt Erdbeersekt und dann eben auch anstatt einer Flasche mal locker zwei. Und in der Zeit, wo andere Leute oder Jugendliche in unserem Alter irgendwie kickern gegangen sind oder ihre Zeit an der Nintendo verbracht haben, sind wir halt unterwegs gewesen und haben Bier getrunken oder gekifft und haben uns regelrecht die Zeit damit vertrieben, uns ins nächste Universum zu schießen. Die Erkenntnis, dass ich zu viel trinke, die hatte ich schon lang. Bloß ich habe gedacht, das ist beherrschbar. Was mich zum Umdenken getrieben hat, ist eben diese psychische Veränderung. Weil ich halt irgendwann gemerkt habe, dass ich immer verletzlicher werde und immer angreifbarer. Und das ist natürlich schon eine entscheidende Einbuße für Lebensqualität, die man da erfährt. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 14, eine Frau. Und die haben dann irgendwann gesagt, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Also entweder änderst du jetzt was oder wir ziehen aus. Und das war eigentlich das einzig Richtige. Und ab da war klar, jetzt ist einfach zu viel, da ist eine Grenze überschritten und jetzt muss sich was ändern. Also in den nüchternen Situationen habe ich mich definitiv unwohler gefühlt als in Situationen, in denen ich Alkohol zur Verfügung hatte, weil ich einfach enorm nervös war die ganze Zeit. Und dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall direkt und umgehend mit Alkohol getötet, wenn man so möchte. Rauszugehen, nur um einzukaufen, das sind von meiner Haustür bis zum Pennymarkt keine 500 Meter gewesen. Und allein auf diesen 500 Metern ist in mir so viel vorgegangen in meinem Kopf und so viel unwohles Gefühl, dass die Menschen mich beobachten, obwohl ich natürlich den anderen Leuten wahrscheinlich völlig egal war, ist klar. Dass ich einfach solche Situationen versucht habe zu vermeiden irgendwann. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann die ganze Zeit nur noch zu Hause rumhängt. Oder eben sich einfach ständig schlecht fühlt, wenn man rausgeht. Ja, ich bin 35, bin Alkoholiker, ich würde sagen, seit 10 Jahren. Ich habe im Banking gearbeitet, bin jetzt in einem Startup und kämpfe mit den Rhythmen der Sucht. Ich weiß, noch einen Abend war ich allein in meiner Wohnung, da war ich vielleicht 25 und ich hatte eine Klausur verbockt. Ich weiß nicht, was es war. Es war irgendein Problem. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Und saß eben alleine an meinem Esstisch und habe eine Flasche Rotwein aufgemacht. In dem Moment wusste ich, das ist nicht ganz richtig und du spielst ein bisschen mit dem Feuer, was du gerade machst. Und das kam dann in einem sehr langsamen Rhythmus, aber immer kleineren Abständen, dann immer wieder. Wenn es irgendein Problem gab, mit dem ich nicht sofort klar kam, also was ich nicht bewältigen konnte, was ich nicht akzeptieren konnte, dann als Ventil zu trinken. Ich war in einer Situation, die mir keinen Spaß gemacht hat und bin da Tag für Tag in den nächsten Tag gestolpert mit Hilfe von Wein. Und das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich merkte, dass ich sehr unglücklich bin, sich nichts ändert und dieses On and Off Tag für Tag ist ein Rhythmus, der meine Weiterentwicklung gehemmt hat, auch als Mensch. Und da war das Problem.
Ja, das Alkoholtrinken und der Rausch an sich, der hat sich über die Jahre auf jeden Fall total geändert. Ein ziemlich schleichender Prozess, aber zum Ende hin ist es dann doch so, dass man merkt, dass man eben den Alkohol benötigt, um überhaupt auch nur ansatzweise locker sein zu können. Man versucht es natürlich mit mehr Alkohol wieder herzuholen, diesen Moment oder dieses Gefühl, was man damals hatte. Aber es ist eben so, dass man einfach eine extrem hohe Toleranzgrenze erreicht hat. Und nach außen hin kommt man natürlich einfach nicht mehr locker oder toll oder cool rüber, so wie man da eigentlich Lust drauf hätte, sondern man ist halt einfach nur ein besoffener Idiot, der einen nervt, der stinkt und der lallt. Man selber kriegt das aber halt überhaupt nicht mehr mit. Also es gab viele Tage in der Woche, auch alleine, in denen ich 12, 15, manchmal sogar 20 Flaschen Bier getrunken habe oder auch alleine mal eine ganze Flasche Wodka oder auch zwei weggekippt habe. Und da habe ich gesagt, ey, das kann so nicht weitergehen, weil ich einfach nichts gebacken kriege. Also in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren kann man sagen, es ist dann wirklich so gewesen, dass ich in so einer Blase gelebt habe, kann man sagen. So eine eigene Welt, die man sich aufgebaut hat, die irgendwie sich schön geredet wird und schön getrunken wird, schön gemacht wird, aber wirklich fernab jeglicher Realität ist. Und das Gesamtbild von mir, ob es jetzt äußerlich war oder eben wie ich mich gefühlt habe, das hat mich irgendwann einfach nur noch genervt. Und ich wusste, dass ich da alleine nicht rauskomme. Ich habe es ein paar Mal versucht und ich habe es einfach nicht geschafft. Und für mich war klar, ich brauche definitiv Hilfe. Und dann kamen die ersten wirklich Art Interventionen von Freunden, von guten Freunden. Unter dem Vorwand sind alle hierher geflogen. Waren 7 Stück. Und das habe ich gebraucht, um zu sagen, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern. Aber ich wusste, das Ergebnis wird dann schon sein, hey, du musst aufhören. Und du verlierst was. In dem Moment dachte ich, du verlierst einen Teil deiner Lebensfreiheit. Also ja, dann habe ich mich freiwillig auch in die Therapie begeben. 6 Wochen, die sehr gut war. Ich saß da und musste jetzt anfangen, über mich nachzudenken. Und das jeden Tag stationär. Es gab keine Flucht. Und das war auch wichtig für mich. Ich kam raus und gesagt, okay, ich bin unschlagbar. Irgendwie habe ich gemerkt, da war ein Riesenknoten und den habe ich jetzt irgendwie gelöst. Und war, ich kann es nicht erklären, eine Mischung aus Stolz und voller Energie und auch klar und happy. Ich habe gemerkt, wow, die Welt ist größer als dieser Rhythmus, den ich da hatte in Berlin. Arbeit, trinken, feiern, Arbeit, feiern. Dieser kleine Kosmos, dass da viel mehr ist und eigentlich wirklich Leben. Und eigentlich möchte ich das gerne nochmal machen. Also das ist wirklich, es ist toll. Diese ersten 3 Monate waren hier therapietechnisch für mich auf jeden Fall die eindrucksvollsten und erfolgreichsten für mich. Weil ich wirklich glücklich war, das erste Mal nüchtern wirklich zufrieden war. Ich habe mich mit mir selber bewusst befasst und eben gemerkt, dass ich lebe und dass ich gute Eigenschaften habe und dass Menschen mich auch so mögen können. Das sind alles Dinge, die ich vorher überhaupt nicht realisiert habe für mich. Aber dann ist man draußen und dann gilt es halt, die Schritte wirklich zu setzen. Man kommt sehr oft in so sozialen Fällen eben mit Alkohol und in Kontakt. Und das war eine Weile lang für mich sehr, sehr schwierig. Das hat mir keiner geglaubt. Also ich habe alle möglichen Methoden probiert. Ich habe gesagt, hey, ich bin Alkoholiker. Hab mich angeschaut wie, was? Nee, kann nicht sein. Das war gar nicht akzeptiert. Viele haben das als Witz oder sowas gesehen. Und dann kommt dann die Erklärung. Und dann wird die Stimmung anders. Und so, man wurde als Miesepeter oder als zu rational oder square oder ich weiß nicht was, wenn man halt nicht so einfach mal richtig mitgefeiert hat. Also das war schwierig und dann bin ich öfters wieder immer, um akzeptiert zu werden,
hatte ich meine Rückfälle. So ein Jahr nach der Therapie etwa. Für mich ist ja jetzt die Therapie fast schon zu Ende und dann geht's wieder raus. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ob ich es denn jetzt weiterhin durchziehen kann, trocken zu sein, wirklich dann trockener Alkoholiker zu sein, wenn man so möchte. Obwohl ich das Wort ehrlich gesagt nicht so gerne mag oder diese zwei Worte, weil ich mich selber auch nicht als Alkoholiker betrachten möchte. Ich weiß, dass ich jetzt erstmal stark bleibe, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich auch, dass ich hier und da sicherlich auch mal wieder ein Becks trinken werde. Also jetzt bin ich in der Situation, dass immer wieder, dass die Rückfälle auch, also das ist das typische Beispiel, in kleineren Abständen kommen, auch mal härter sind. Und vermissen tue ich das dann auch, dass ich sage, okay, ich will dieses Ventil halt noch. Ich will Freitagabend irgendwas, keine Ahnung, ein bisschen, ja, flüchten. Ich weiß definitiv, ich muss wirklich Hölle aufpassen. Also es ist unglaublich schwierig als junger Mensch, sich bewusst zu werden, dass man da nicht mehr normal tickt. Die Leute, die regelmäßig Alkohol trinken und sagen, sie sind keine Alkoholiker, die sollten einfach mal probieren, eine Woche lang nichts zu trinken. Ich habe es vielleicht deshalb nicht geschafft, weil ich eigentlich immer dachte, ich kann mit dem Trinken umgehen. Es wird schwierig, da bin ich mir sicher, dass es schwierig wird, nicht zu trinken. Man muss sich einfach immer wieder bewusst machen, dass man ein Problem hat. Alkohol ist halt eine ganz legale Droge. Irgendwie ganz normal, weil es alle machen. Und da verliert man, denke ich, dann auch die Hemmung vor mir. Wenn es jeder macht irgendwie, dann kann es ja nicht schlimm sein. Got a little pain in my heart.